Emily und ihre Mutter erkennen ihre Straße nicht wieder. Sie ist einfach ausgelöscht. 30 Jahre leben sie hier. Jetzt hat Hurricane Michael alles mitgerissen. Es ist schrecklich. Jeder, den wir kennen, hat sein Haus verloren. Einfach jeder, sagt sie. Sie schließen ihre Nachbarn in die Arme. Es sind schwere Stunden, das schweißt sie zusammen. Nicht nur Emilys Straße ist ein einziger Trümmerhaufen. Ganz Mexico Beach wurde brachial getroffen. Wo einst viele Mehrfamilienhäuser standen, bleibt nur noch das Fundament. Das Wasser schoss plötzlich zu allen Fenstern rein und alles hat angefangen, sich zu bewegen. Ich dachte zuerst, draußen stürzen Bäume um. Doch dann merkte ich, nein, es ist unser Haus. Rund 1000 Menschen leben bis vor dem Hurricane in Mexico Beach. Die Kleinstadt liegt an der Golfküste im Nordwesten Floridas, genau dort, wo Hurricane Michael mit 250 Stundenkilometern aufs Land trifft. Wir haben einige schlimme Sachen gesehen, zum Beispiel in Panama Beach, aber in Mexico Beach ist die Situation am dramatischsten. Emilys Familie hatte noch Glück. Ihr Haus steht auf einer Erhöhung. Es wurde nicht davon gespült. Anders als große Teile der Stadt. Ob und wie sie wieder aufgebaut wird, ist noch völlig unklar.